Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, hier im Wald und suchen Stöcker. Und ich muss sagen, das mit Cortana, ich muss mich da unbedingt mal beschäftigen. Das geht mir auf den Nerv. Ich störe dich nicht, während du spielst. Jede halbe Stunde, so nach 2, 3 Aufnahmen, immer zack, Desktop, ich störe dich nicht. Nö, ich störe dich nicht. Das ist doch kaputt, das ist doch nicht richtig. Dann soll sie doch auch nicht stören. Das hatte ich ja vorher, das gab es vorher überhaupt nicht. Tut mir leid, hallo liebe Welt da draußen. Da sind wir wieder, ja. Ja, Windows-Update. Da gibt's im Nachhinein, sieht man doch noch einige Probleme. Hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. War ja schon eine Frechheit, dass Windows wieder die ganzen Soundeinstellungen geändert hat. Ja, was heißt die ganzen nicht, aber hat gleich solche Sachen gemacht, den Sound runterzudrehen, während man telefoniert oder so. Was ja für Otto-Normalverbraucher vielleicht ganz interessant und gut auch ist. Hier gibt's gar keine Äste. Dann gehen wir mal darauf, zur anderen Seilbahn. Was ja vielleicht ganz gut ist für Otto-Normalverbraucher, aber wenn man jetzt so doch sehr viel am Rechner ist, dann möchte man das natürlich nicht immer. Und man hätte, also wirklich, jetzt mal im Ernst, man hat am Anfang so viel einstellen müssen und so viel bestätigen müssen, als jetzt die neue Windows, als das neue Windows-Update kam. Möchten Sie das? Möchten Sie das? Möchten Sie dies? Möchten Sie jenes? Möchten Sie, dass dies passiert, wenn dies passiert? So auf der bestimmten halbe Stunde musste man sich durchlesen und klicken und ja und nein. Ja, und da war es nicht möglich, einmal über die Soundeinstellungen auch eine Frage zu stellen? Nö, das nicht. Dürfen wir einfach in OBS das Mikro rauslöschen? Dürfen wir das? Nö. Das war zu viel. Aber der ganze andere Rotz, habt ihr euch das mal durchgelesen? Das ist total uninteressant. Ob das ist oder nicht, das... Ja, lass doch. Ist doch okay. Aber hier finden wir keine Stöcker. Was ich irgendwie merkwürdig finde. Naja, wir sind jetzt aufgeregt. Ich dachte, das wäre ein Stock. Holla. Das ist mal ein Baum. Da ein Baumhaus reinbauen. Wir entfernen uns immer weiter. Ja, aber man sieht's doch, hier ist Wald und es gibt keine Stöcker im ganzen Wald, nicht? Da gibt es ja mehr bei uns da hinten. Was ist das denn jetzt? Windows. Ich bin sicher, Cortana hat damit zu tun. Nein, ich klaue dir die Stöcker nicht. Oder nein, Stöcker willst du? Okay, ich verstecke dir die Stöcker alle. Ah, ich muss mich... Da, ein Stock gefunden. Juhu. Ich muss mich mit Cortana nochmal auseinandersetzen. Die ist ja eigentlich ganz nett. Oh, das ist aber windig jetzt. Ich habe auch vergessen, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Wieso ist jetzt wieder der Desktop? Lass mich in Ruhe. Die stalkt mich in letzter Zeit. Ja, das suchen wir nicht. Ist ja schön, aber wir suchen Stöcker nach wie vor. Aber hier wächst auch gar nichts nach. Das sind hier überall so viele schöne Gegenden, in denen man hier überall was bauen könnte. Hier auch. Wunderbar. Zack, mit einer Seilbahn darüber. Ja, aber keine Stöcker hier. Menoho. Wir müssen auch nicht in die Luft gucken hier auf dem Boden. Ja, aber sonst sind doch überall hier immer die kleinen Bäumchen, die hier überall wachsen. Oh, die haben wir schon mal. Die waren gut. Wir sind echt... ich bin sprachlos. Da, einen Stock haben wir gefunden. Im Wald. Ah! Wo ist er hin?
Ja, das sind so die Abenteuer, die man jeden Tag zu bestehen hat. Dreihundert Stöcker sollen wir suchen und wir schaffen es am Tag gerade mal zwei Stöcker zu finden. Ich weiß auch nicht, ob wir, also hier wäre auch echt windig, aber eine schöne Gegend, weil hier so viel wächst. Ja, ist aber alles egal. Ach so, die müssen jetzt dran glauben, weil wir den Leguan nicht erwischt haben. Ja, man muss nur Geduld haben und gucken, hier sind doch überall Stöcke, also. Nur Geduld. Was für eine schöne Gegend. Können wir nicht eine Seilbahn direkt hier hinführen? So, mit der Seilbahn zum Frühstücks-Snack. Das wär's doch. Oh, 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 Gewitter. Ja, was wird dann gleich passieren? Zum einen ist es gut, weil die Schildkröten das ist Wassersammelbecken, weil die voll werden. Zum anderen ist es wieder tragisch, weil wir wahrscheinlich erfrieren werden dann gleich. Das bedeutet, wir werden wieder ziemlich schnell zurück dürfen. Hier könnte man auch eine Seilbahn nach unten bauen. Nee, ich glaube, hier im hohen Gras macht das überhaupt irgendeinen Sinn, die zu jagen. Ach, was haben wir hier denn Schönes? Im Regen. Batterien. Ah, Stoff ist immer gut. Wahrscheinlich liegen hier sogar noch mehr Sachen rum. Ah, davon habe ich gehört. Es gibt hier Speere und wenn man die findet, dann heißt das, man kann die Speere nehmen, um die Fische hier zu jagen. Die sind da extra. Also an den Teichen kann gefischt werden. Nicht geangelt, sonst wäre ja eine Angel da, aber immerhin gefischt. Vögelchen. Was machen wir denn eigentlich mit den Stöcken? Was haben wir damit vor? Wir haben vom Bauen her haben wir in dieser Folge jetzt nicht sehr viel geschafft, oder? Wir sind ja auch noch nicht fertig. Einen Hasenkäfig wenigstens fertig machen. Ja, wir kommen wenigstens wieder zum Hasenkäfig zurück. Wo war der eine? Sag nicht, wir haben den abgerissen, ausgerechnet, der jetzt schon so ein bisschen angefangen war. Nö, wir stören dich nicht. Steh ruhig weiter darum. Kein Thema. Keine ruckartigen Bewegungen machen. Wir sind sehr schreckhaft. Sag bloß, wir müssen das hier von oben bebauen. 18 brauchen wir dafür.
Ob der immer noch da ist? Moment, das ist doch viel schneller, wenn wir jetzt von oben da runterrutschen. Ja, und ein Kletterseil wäre doch prima. Da müssen wir nicht immer außen rumlaufen. Ja, das müssen wir lernen, wie das geht. Erst. Hierfür brauchen wir auch noch 16 Stöcker. Finden wir doch nie. Ich finde langsam, hier bei uns in der Gegend finden wir schon eher Stöcker als da im Wald. Jetzt sind wir den ganzen Tag durch den Wald gerannt und dann gucken wir jetzt mal, was hier so nachgewachsen ist überall. Ah, Bäume sind gut gewachsen. Stöcker sehe ich aber jetzt auch nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Nein, es sind weit und breit keine Stöcker nachgewachsen, was irgendwie seltsam ist. Ja, wenigstens da unten sollten mal ein paar Stöcker sein. So, Hasen gehen ja nicht mehr ein, weil wir hier ringsrum schon alles dicht gemacht haben. Aber zum Glück kommt dafür jetzt auch niemand mehr. Dachte ich zumindest. Und selbst wenn sie kommen. Wir sind ja schnell weg. Mal sehen, das ist essbar. Das ist essbar. Getrocknet ist das schon. Okay, rohes. Rohe Echse. Ja, wunderbar. So langsam wird's was. Aber ganz langsam. Ja, wir haben noch keinen Palast oder so, aber das ist doch immer so. Laufen die denn überhaupt hierher? Och. Ach, was ist los? Wir kommen hier nicht mehr rauf, doch. Hier brauchen wir nur Hölzer für. Wie viele noch? Wir brauchen noch ein einziges. Vielleicht geht uns da mal ein Reh in die Falle oder so. Na, brech den Rest einfach ab. Das geht doch schnell jetzt. Mach doch mal. Ah, unsere Falle ist fertig. Dürfen wir nur selber nicht reinlaufen. Hoffentlich machen wir das auch nicht. Einmal umdrehen, zack, reingelaufen. Nein, 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 nein. Oha. Erstmal wollten wir das hier unten fertig bauen. Damit wir da schnell die Seilbahn drauf bekommen. Nein! Oh, das tat weh. Schade, ich wollte den Baum eigentlich da lassen. Ach, brauchen wir auch nicht. Müssen wir ja nicht, meine ich. Können wir. Können wir ja auch. Können wir auch da lassen. Wir können ja rüberlaufen. Das hat jetzt etwas gedauert. Es ist bestimmt keiner mehr da. Hey, haben die unser ganzes Holz geklaut? Da war doch sehr viel mehr Holz. Das ist vielleicht ins Wasser runtergegangen. Also ist vielleicht schon. Oh, nö.
Oh nein. Wo ist denn hier? Wo ist denn? Ach, da. Jetzt nur nichts falsch machen. Wir wollen die Seilbahn nicht hier unten haben. Wir wollen nur das da oben bauen. Jetzt sieht man aber nicht, ist das die Seilbahn oder... Na, wird sie nicht sein. Einfach dran. Boah. Also benutzen kann man es noch nicht, wie wir gerade festgestellt haben. Schaffen wir das wohl nochmal? Wir hätten die Seilbahn nehmen können zum Rüberrutschen. Haben wir doch noch Holz. Ein bisschen gewagt ist das jetzt. Wo ist es hin? Ja, und man sieht auch nichts mehr. Ja, Feuerzeug raus. Wir hätten hier auch so ein bisschen... Ein bisschen mehr Licht hätten wir ruhig machen können. Ja, Lichter kommen auch noch nachher. Da werden wir uns... Ja, das machen wir vielleicht als nächstes, dass wir uns hier den Weg so ein bisschen ausleuchten. Wobei, abends wollen wir ja nicht unbedingt hier lang, aber wenn wir mal so flüchten... So sieht man gar nichts. Okay, wir wissen, dass hier jetzt nichts Gefährliches ist gerade. Also keine Schlucht oder so, wo man oder irgendein Loch, wo man reinfallen könnte. Aber dennoch könnten hier andere Sachen hier sein. Sachen der gefährlichen Art. Da, zum Beispiel, ein Eichhörnchen. Echt? Müssen wir das hier oben anbauen erst? Ich hätte aber ganz gerne das eine hier erst fertig. Ja, dann fahren wir wieder runter. Hat doch geklappt. So, können wir denn schlafen gehen zum Ende der Folge? Nein, können wir nicht, aber speichern können wir einmal. Joa, dann werden wir in der nächsten Folge die Nacht überstehen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.